Die Hälfte dieser Mittel gilt der Finanzierung der sogenannten Freien Syrischen Armee, in Gänsefüßchen natürlich. Eine aktive Rolle bei der Finanzierung der Anti-Assad-Kräfte spielen Saudi-Arabien und Katar, welche diesbezüglich ein Geheimabkommen unterzeichnet haben. Die Positionen der Saudis und des Premierministers von Katar, Scheich Hamad bin Jassem al-Thani, sind deutliche Zeugnisse für die Allianz zwischen dem Westen und den Salafisten. Es war in Katar, wo gestellte Szenen von angeblichen Kämpfen in Tripoli und Damaskus gedreht wurden, als es diese Kämpfe noch gar nicht gab. Der Emir bezahlte den Sturm von Tripoli und entsandte eine arabische Mischpoke von 6000 Mann dazu, welche Militäruniformen des Katar trugen. Übrigens war es auch Ben Jassem, der die Handgreiflichkeiten gegen den russischen Botschafter Titorenko im Katar angeordnet hatte. Der Kampf um Eurasien. Manche westlichen Politiker bieten der russischen Führung an, Assad und seine Familie in Russland aufzunehmen. Nach dem Motto, das syrische Volk wird es Russland danken. Was droht Russland durch den Sturz des Assad-Regimes? Syrien ist unser einziger Alliierter in der arabischen Welt. Mit dessen Fall verlieren wir endgültig alle unsere Positionen in der Region. Aber es geht nicht nur um die arabische Welt. Russland kann sehr leicht komplett in der historischen Versenkung verschwinden. Nach Syrien und Iran, in Klammern, denn dass die Atlantisten nach Syrien den Iran überfallen, ist sehr wahrscheinlich. Die Analytiker bringen sogar bereits den Namen der Militäroperation, welche durch einen amerikanischen israelischen Schlag gegen die Hisbollah beginnen soll, das große Gewitter, kommen wahrscheinlich auch wir an die Reihe. Man kann also sagen, man schlägt Syrien und in Klammern den Iran, gezielt wird aber letztendlich auf Russland. Die Vorbereitungen laufen bereits in allen Richtungen. Die Lage im Nahen Osten, der Raketenschild, die NATO, Osterweiterung und so weiter. Die Sache mit dem Raketenschild und der NATO-Osterweiterung ist klar. Aber wie hängen Syrien und der Iran konkret mit unserer Sicherheit zusammen? Sie sind unseren Grenzen und unserem Einflussgebiet, Transkaukasien und Zentralasien, sehr nah. Wenn die derzeitigen Regimes in Damaskus und Teheran fallen, so wird sich die ganze Zone des von den Atlantisten gesteuerten Chaos von Mauretanien und dem Maghreb bis nach Kirgisien und dem Kaschmir erstrecken. Der Bogen der Instabilität wird sich wie ein Keil gegen das zentrale Eurasien vorschieben, von wo aus die Atlantisten Russland und China schon direkt bedrohen. Vor allem aber Russland. Warum Russland vor allen anderen Dingen? Die zu erwartende Weltsystemkrise hebt die Bedeutung der Kontrolle über die Ressourcen ins Unermessliche. Die Bedeutung wird unter Bedingungen der prognostizierten geoklimatischen und geophysischen Katastrophe noch potenziert. Ich rede jetzt nicht von der mythologischen globalen Erwärmung, sondern vom durchaus prosaischen Abklingeln des Golfstroms, der Umstellung der Nahrungsketten in den Weltozeanen, in Klammern, das passiert einmal in 11,5 bis 12,5 Jahrtausenden. Das sind Umbrüche eines planetaren Ausmaßes, die ungefähr zum Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzten und etwa im ersten Drittel des 22. Jahrhunderts abgeschlossen sein sollen. Unter solchen Krisenbedingungen und in der Welt nach einer solchen Krise ist die einzige stabile und ressourcenaufweisende Region das nördliche Eurasien, also hauptsächlich das geografische Gebiet Russland. Das macht unser Territorium zur wichtigsten geohistorischen Beute des 21. Jahrhunderts und der darauffolgenden Jahrhunderte. Die bekannten Russophoben, Brzezinski, Albright und andere im Westen haben mehrfach ausgesagt, es sei ungerecht, dass Russland über ein solches Territorium und solche Ressourcen verfügt. Das solle der Weltgemeinschaft gehören, das heißt den atlantischen Eliten, die in Logen, Clubs,
Kommissionen, Orden und außerordentlichen Strukturen organisiert sind. Allerdings braucht es dazu, die Kontrolle über das nördliche Eurasien zu gewinnen, ein Aufmarschgebiet Zentralasien. Die Amerikaner sind auch bereits vor Ort, doch vom durch sie kontrollierenden Nahen Osten sind sie eben noch durch Syrien und den Iran von Zentralasien getrennt. Hier reißt die Zündschnur, die man in Nordafrika angesteckt hat, ab und erlischt. Ohne die Vernichtung dieser beiden Länder können die Atlantisten den Kampf ums nördliche Eurasien nicht angehen. Sie betrachten Russland als Rohstoffquelle, China als Quelle für Arbeitskraft, das heißt, als etwas eigentlich Sekundäres. Und wenn sich dieses Sekundäre ihren Plänen entgegenstellt, macht sie das so ziemlich verrückt. Die Lösung der russischen und chinesischen Frage wird vom Westen gerade eben mit Hilfe des Islam, der Araber, angegangen. Egal, ob das nun in Form des gesteuerten Chaos einer neuen arabischen Eroberung oder eines Krieges zwischen Kalifat und Ungläubigen passiert. Dabei werden die Angelsachsen getreu ihren Traditionen größere Staaten und Völker gegeneinander aufzuhetzen, diese zu schwächen oder gar zu vernichten. In Klammern, zweimal im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden Russland und Deutschland gegeneinander gehetzt. Da klingelt's gerade bei mir in den Ohren, ich hoffe bei euch auch. Sich allerdings auch bemühen, den Islam auszuschalten. Das passiert durch dessen maximale Radikalisierung mit dem Wahhabismus, den Entzug seiner inneren wirtschaftlichen und demografischen Kraft im Verlauf der Eurasischen Kriege, wonach die islamische Welt später in eine Art neo-traditionelles Ghetto verwandelt werden wird, das keine eigenen Ressourcen und Technologien besitzt. Die, welche in ihrer Kindheit Dungeons and Dragons gespielt haben, erinnern sich wahrscheinlich an die Variante einer Welt der schwarzen Sonne. Die Globalisten werden versuchen, die islamische Welt in eine Menge kleiner Einheiten zu zerschlagen, mit denen private Militärfirmen oder Konzernsöldner leicht zu Rande kommen, die Reste von Ressourcen aus ihnen herauszupressen und sie anschließend auf der Müllhalde der Geschichte entsorgen. Der Westen wird nur über Punkte mit Ressourcenkonzentration Kontrolle ausüben, in Klammern zum Beispiel heute schon Realität über fast 1800 Kilometer lange Mittelmeerküste Libyens. Das andere gibt man den Stämmen, Clans und kriminellen Syndikaten zur freien Verfügung, von denen jeder ein Stück und Stückchen kontrollieren wird. Zu solchen Stückchen können auch Teile von Saudi-Arabien, Pakistan, in Klammern Abtrennung von Belutschistan, der Iran werden, ein islamistisches Mosaik. Gleichzeitig braucht der Westen Aufseher in der Region. Und diese Rolle kann durchaus zu Großkurdistan passen, ein einziger Staat, dem es gestattet sein wird, groß zu sein. Weshalb? Auf dem Gebiet Großkurdistans sollte dieses eine Mal geschaffen werden, werden sich die Quellen aller größeren Flüsse der Region befinden. Das bedeutet, dass in der kommenden, an wasserarmen Epoche und folglich einer Epoche von Kriegen um das Wasser als Ressource, die wichtigsten Hebel des Einflusses auf die Region, wie zu Zeiten des Assyrischen Reichens, in den Händen des uralten Volkes der Kurden sein werden. Kurdistan könnte zum wichtigsten Wachhund der Region werden und in dieser Rolle Israel ablösen. Israel bitte etwas genauer. Israels Perspektiven sind im sich wandelnden Nahen Osten ziemlich nebulös. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Westen Israel demontieren, weil Israel einfach nicht mehr notwendig sein wird, so wie es Arnold G. Toynbee nach 1957 vorausgesagt hat. Sicherlich erst nach der
Evakuierung des oberen Drittels der Bevölkerung. Die Variante der Schaffung eines Großkurdistans und der Demontage Israels ist nicht zu 100%, aber doch sehr wahrscheinlich. Freilich ist das keine Sache der kommenden paar Jahre. Was sollte Russland denn in der dramatischen Situation, die sich um Syrien aufbaut, unternehmen? Das, was Russland bereits tut, nämlich Syrien bis Anschlag unterstützen, es nicht zulassen, dass man es zerdrückt. Wir haben bereits Einheiten der Kriegsmarine entsandt, kein großes Kontingent, aber besser als gar nichts. Und wenn man schon Krieg führt, tut man das besser nicht durch Quantität, sondern durch Können. Am 7. Juni gab es Raketentests zweier ballistischer Interkontinentalraketen, eines Topol, in Klammern, das haben wir bestätigt, und einer Bulava. Das haben wir nicht bestätigt, aber die Amerikaner bestehen zumindest darauf, dass es einen solchen Start gegeben hat. Das ist ein gewisses Zeichen. Denn Russland ist trotz aller Militärreformen immer noch eine Nuklearmacht und wir sind es, nicht so sehr die Chinesen, die von den Amerikanern immer schon als Hauptfeind gesehen wurden. Das tun sie immer noch und werden es auch weiter tun. Unsere Diplomaten tun ihre Arbeit. Es hat mir gefallen, wie Vitali Churkin mit dem Botschafter des Katar gesprochen hat. Ich stelle mit einiger Genugtuung die Ohnmacht in der Bosheit der Madame Clinton und einiger niederer Offizieller des State Department fest, die sie gegen unsere Führung demonstrieren. Es ist zu begrüßen, dass die syrische Luftabwehr bereits 18 Einheiten unserer Buk-M2-Raketensysteme und 36 Einheiten unserer Luftabwehrraketensysteme vom Typ Panzer-S1 erhalten hat. Dazu stehen Lieferungen von S-300-Systemen und Mi-25-Hubschraubern aus. Ich rechne sehr mit dem Selbsterhaltungstrieb der russischen Führung und damit, dass sie aus den tragischen Schicksalen Milosevic, Saddam Husseins und Gaddafis die richtigen Schlüsse gezogen haben. Diese haben dem Westen einmal vertraut und das mit ihrem Leben bezahlt. Shakespeares Hamlet sagt von Rosenkranz und Güldenstern, die beiden, denen ich wie Nattern traue. Man darf Nattern nicht trauen, sie beißen, und zwar tödlich, im banalen physischen Sinn dieses Worts. Oder sie versuchen zu beißen und nutzen dafür innere Probleme, von denen hat Russland wahrlich mehr als genug. Ist es denn Zufall, dass die Zusammenrottung der weißen Schleifen Ende 2011, Anfang 2012 auf interessante Weise mit der Erklärung der russischen Führung zusammenfielen, hinsichtlich der syrischen Sache eine harte Position zu verfolgen? Sicher nicht. Und hier tritt das Problem der fünften Kolonne mit aller Schärfe zutage, die sich bei uns im Verlauf des letzten Vierteljahrhunderts herangebildet hat. Wir leben in einem Zeitalter des Krieges, welches mit der NATO-Aggression gegen Jugoslawien begonnen hat und der inzwischen mit denselben NATO-Stiefeln gegen die Pforten Syriens tritt. In solchen Zeiten muss man gemäß der Leitlinien von Kriegszeiten handeln. Noch nie ist es jemandem gelungen, einen äußeren Feind zu besiegen oder ihm auch nur zu widerstehen, ohne gleichzeitig oder vorher die fünfte Kolonne unter Kontrolle gebracht zu haben, selbstverständlich legal, nur legal. Und schlussendlich bedarf es eines internationalen politischen und militärischen Bündnisses, das in der Lage wäre, den Aggressor zu bändigen und Sicherheit oder wenigstens eine Atempause von 8 bis 10 Jahren zu verschaffen. In dieser Zeit kann Russland es schaffen, sich aufzuraffen und sich auf den großen Krieg des 21. Jahrhunderts vorzubereiten, auf die letzte große Epoche des Kapitalismus, die leider höchstwahrscheinlich unvermeidbar ist. Sich darauf vorzubereiten und dabei bestehen. Nun, und für den Moment gilt, den potenziellen Gegner möglichst fern abzuhalten und die Schwachen darin zu unterstützen, diesen Gegner in der Ferne zu schlagen, das ist nicht nur strategisch richtig, sondern auch moralisch. Und nun zu Lehren und Prognosen.